meine Lieben, und willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession, würde ich sagen. Ja, doch. Als ob ich das eine von A nach B beendete Folge mache. Haha, nein. Ich habe für die Aufnahmesession ein bisschen was geplant. Ich bin jetzt hier in Empyria, weil ich das nächste Gladiatorentraining machen möchte. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei Stufe 40. Sehen wir gleich. Das gibt es auch. Ihr wart auch. Gute Güte. Ja. Ihr werdet ja richtig anstrengend. Kommt schon, alter Mann. Ihr habt doch auch Spaß daran. Wo ihr recht habt, habt ihr recht. Also marsch, marsch. Zur Arena mit euch. Ja, wenn der wüsste, wie oft ich überlegt habe, oh Gott, dass ich es nicht verpasse. Und nein, ich sollte mal hingehen und ihn anquatschen und so weiter und so fort. Dann wüsste er, was anstrengend ist. Des Weiteren habe ich noch geplant, mir das Kolosseum angucken zu wollen. Vielleicht da komplett abzuschließen. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich nicht weiß, was da auf mich wartet. An das Kolosseum kann ich mich gar nicht erinnern. Kann sein, dass ich es auch nie gemacht habe, weil ich dann vielleicht froh war, überhaupt die Story durchzuhaben, falls ich überhaupt die Story hier je durchgespielt habe. Das kommt auch noch dazu, ne? Und wenn, dann höchstens einmal. Wird sich zeigen, wie sehr ich mich daran erinnere. Wird sich zeigen, wird sich zeigen. So, möchten Sie das Portal betreten? Ja, natürlich. Deswegen bin ich hier. Bereit? Ja. Ja, lasst uns beginnen. So, ich kann ja noch mein Schild machen. Und das. Und dann kann ich noch das machen. Zeit zu sterben. Und dann mache ich gut Schaden. Verteidigt euch! Mal gucken, wie lange wir brauchen werden. Achtung! Ich könnte rein theoretisch hier noch die ganze Zeit einfrieren. Scheint ja anfällig dafür zu sein. Aber dann dauert es ein bisschen länger. Aber er käme nicht mehr zum Schlagen. Oh, ich habe Zersetzen auf mich. Ohohoho. Will er meine Rüstung kaputt machen? Ich habe kein Schild mehr. Verteidigt euch! Das müssen wir aktualisieren. Und falls es ein bisschen schlürft, ich habe eine Teetasse in der Hand, ne? Weil hier brauche ich jetzt nur eine Hand, das ist ganz gut. Da kann ich ein bisschen trinken. Tee ist gut. Generell viel trinken. Kämpf. Ah, frieren wir den noch ein bisschen ein. Oder fällt mir ein, das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich im neuen Jahr mache. Die Folge hier kommt zwar etwas später, aber nicht so viel später. Ich glaube, am 4.1. ist die geplant. Wir haben jetzt gerade den ersten. Also. Gut, gut. Halt, halt. Das soll reichen. Diesmal habt ihr mich ja richtig ins Schwitzen gebracht. Verteidigung und Schnelligkeit sind fantastisch. Jetzt solltet ihr euch mit der Kampftaktik befassen. Nutzt eure Reichweite. Bewegt euch um die Gegner, damit sie sich gegenseitig behindern. Und achtet darauf, immer 5 Schritte freien Raum in eurem Rücken zu haben. Jetzt brauche ich erst einmal etwas zu trinken. Ihr geht und übt noch etwas. Kommt wieder, wenn ihr euch bereit fühlt. Ja, dieses, den Gegner so sich gegenseitig, dingsen lassen, ist manchmal gar nicht so verkehrt. So, der rennt jetzt weg. Ich bin ja froh, dass sie von alleine aufgehört hat. Ich dachte, die prügelt den jetzt tot. Dann kann ich mal den kurz nochmal ansprechen. Achso, ne. Ja, der sagt nur keine Vorstellung. Alles ist in Ordnung. Ich dachte, du hättest vielleicht noch irgendwas Informatives für mich, aber nein. So, ja, klar. So, dann gucken wir uns das Portal an. Huch. Dann gucken wir uns das Portal an. Das Portal, das Kolosseum. Habe ich vorher bitte auch Kolosseum gesagt, bitte. Ich bin ein bisschen geistig verwirrt oft. So. Kolosseum sind. Also wir sind jetzt vor dem Portal. Ich sag doch, ich bin fertig. So. Portal betreten. Gerne doch. So, mein Questbuch wurde aktualisiert. Willkommen im Kolosseum.
mich so erschreckt, ich habe den Dings nicht mal aktiviert. Roter Reiser, brauner Beutling, grüner Grimmer, aha, aha. Hier sind auch Händler. Ich guck mich, glaube ich, erstmal um. Da geht's auf jeden Fall direkt in die Arena rein. Die Arena ist auch hier. Kann ich schon Level sehen? Nein, leider nicht, weil sie mir nicht feindlich gesonnen sind derzeit. Jedenfalls, das sind auf jeden Fall die Zuschauer. Okay, hier sind ein paar Sachen. Der Verkäufer. Neueröffnung, kommt her und staunt. Seid gegrüßt, mein Freund. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Bei mir findet ihr das köstlichste Obst auf ganz Xu. Aber am besten ist, dass meine Früchte nicht nur köstlich sind, sie haben auch eine heilende Wirkung. Und das ohne Aufpreis. Heilendes Obst? Ja, da staunt ihr, was? Kommt, kauft etwas. Dann könnt ihr seine wundervolle Wirkung bestaunen. Ein Obstkorb kostet 2000 Gold, zwei Stück kosten 3500. Wie viele wollt ihr haben? 2000 Goldstücke für einen Obstkorb? Und das nennt ihr keinen Aufpreis? Papalapap, wenn ihr da im Staube liegt und blutet, dann kann mein Obst vielleicht die Heilung geben, die ihr dringend benötigt. Ist euch euer Leben keine 2000 Goldstücke wert? Ich bin ein Runenkrieger, ich komme eh immer wieder. Ich werde es mir erst überlegen. Ich werde es mir überlegen. Lebt wohl. Beehrt mich bald wieder! Ich weiß ja schließlich auch nicht, wie effektiv das Ganze ist. Irgendwie klingt es so, als würden schon welche kämpfen, aber ich sehe niemanden kämpfen. Aber ich höre es. Auf der Karte ist hier oben ein roter Punkt. Ah, okay. Dein Gladiator auf Stufe 35. Sind die anderen auch so? Aber das sind nur normale Gladiatoren, das sind keine Meister-Gladiatoren. So, sprechen wir mit dem Händler, gucken, was der verkauft. Ringe, okay. Das Tor ist zu, wohin führt mich das? Ich nehme an, hier ist ein Portal oder nicht? Ist das nur Deko? Gehen wir mal weiter. Da ist noch ein Händler. Felsenschmied, Baumwächter, Greif. Was? Wollen wir wetten? Ja, ich wollte gerade sagen, dass hier die anderen sind. So, da der Händler. Ist ja überschaubar, das Kolosseum. Das ist ganz gut, dass nicht so viel hier ist, ne? Und Zaubersprüche hat er. Ach, diese hohen Zaubersprüche. So, das ist auch ein... Seht her, neue Waren im Angebot. Seid gegrüßt, Freund. Ich habe hier etwas, das euch sicher gefallen wird. Die besten Streiter Eos für euch käuflich zu erwerben. Ihr seid ein Sklavenhändler? Nein, nein, ich vermittle Kämpfer, wisst ihr? Söldner sozusagen. Was für Kämpfer sind das? Ich glaube, die Sterblichen nennen sie Titanen, mächtige Wesen. Ich habe alle Arten davon hier. Ihr könnt sie bei mir erwerben. Sie werden euch dann im Kampf in der Arena unterstützen. Wie teuer ist so eine Kreatur? Nun, ich gebe zu, sie sind nicht ganz billig, aber ihr könnt ja erst einmal mit einem schwächeren Exemplar anfangen. Die bekommt ihr schon zu Recht erschwinglichen Preisen. Ihr habt also stärkere und schwächere Titanen im Angebot? Ja, ich nenne das Ausbildungsgrad. Treffend, nicht wahr? Ja. 2000 für den ersten Ausbildungsgrad. Was ist, ich kann es leider nicht sehen, was für ein Level es ist, aber 35 und 40 sind 2 und 3. Eieiei, 2000. Ich will mir eure Kreaturen erst einmal ansehen. Ganz wie ihr wollt, mein Freund. Sie sind gleich hier in ihren Kammern untergebracht. Ja, das sind ja die hier. Das ist ja klar. Alles logisch. Wie viel Gold haben wir denn eigentlich? 2700 noch was. Okay, also fast 2,8. Es ist schon ein bisschen was, ne? Ich weiß halt auch nicht, wie sehr wir darauf angewiesen sein werden, weil so wie es aussieht, kämpfen wir ja alleine. Ich weiß halt nicht, wie stark diese Gladiatoren sind. Falls es das die als einzige Gegner sein werden. So, da ist noch eine Händlerin und dann hatte ich hier noch einen Bürger. Der verkauft wahrscheinlich, vermittelt diese Goblin-Arten. Würde ich mal behaupten, aber keine Ahnung, wozu die gut sind. Aber das heilende Obst?
Ich weiß auch nicht, ob die rauskommen oder ob man die so ein bisschen ausspielen kann, weil es ja schon viel Platz, muss ich sagen. Aha, irgendwelche Waffen. Hat man hier noch sowas? Was aber irgendwie mehr wie Deko aussieht, als dass man es benutzen könnte. Und es sind auch irgendwie nur die da und die da. Naja, wir gehen mal dem Bürger mit dem Quatsch und dann mit Serbo und dann gucken wir weiter. Eine neue Lieferung ist eingetroffen. Tretet näher, Freund, immer heran. Hier erlebt ihr etwas, das habt ihr noch nicht gesehen. Das Rennen der schnellsten Goblins der Welt. Seid dabei, wenn die besten Läufer dieses flinken Volkes hier gegeneinander antreten. Erlebt unglaubliche Siege. Erlangt Reichtümer bei todsicheren Wetten. Werft nur einen Blick auf unsere Favoriten. Sind das nicht prachtvolle Kerlchen? Und ihr solltet die mal laufen sehen. Wann findet dieses Rennen statt? Sobald ihr auf einen unserer Goblin-Läufer gewettet habt, Freund, setzt 500 Gold. Wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr das Zehnfache zurück. Auf wen sollte ich denn setzen? Tja, das müsst ihr selbst entscheiden. Es gibt die gelbe, die rote, die braune und die grüne Fraktion. Entscheidet euch. Oder werft erst einen Blick auf die Läufer. Ich will mir die Läufer erst einmal ansehen, bevor ich mich entscheide. Ganz wie ihr wollt, mein Freund. Sie sind gleich hier drüben in ihren Kabinen untergebracht. Also der vermittelt die nicht. Es sind Wetten, die wir abschließen können für 500 Gold. Wir kriegen das Zehnfache zurück, also kriegen wir 5000 Gold zurück. Wenn wir da natürlich richtig tippen, können wir gut Geld scheffeln, um entsprechend auch sowohl die Titanen als auch dieses heilende Obst kaufen zu können. Ist aber auch die Sache, ob wir das austricksen können in Form dessen, dass wir vorher speichern, eine Wette setzen, wenn wir verlieren, neu laden und dann die Wette auf den setzen, der gewonnen hat. Ob das funktioniert, ob man das so austricksen kann. Weil sonst sind 500 Gold auch schon so happig, ne? Gut, wir könnten 5 Wetten setzen. Aber wir können uns die ja auch nicht näher angucken, ne? Also wir können uns die so angucken, ja, okay. Aber nicht in Form dessen, irgendwelche Werte, ne? Ausdauer, Geschwindigkeit, Agilität, was weiß ich. Okay, sprechen wir mit Serbo. Dann sehen wir weiter. Ah, willkommen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Dies, mein Freund, ist das Kolosseum, die Arena der Götter. Früher fochten hier erwählte Sterbliche in Zweikämpfen um unsere Gunst. Und auch Streitigkeiten unter den Göttern wurden hier entschieden. Aber nun wurde beschlossen, dass dies gegen die Regeln Aonias verstößt. Schrecklich engstirnig, meine Wächtergefährten. Ihr müsst wissen, dass sie immer auf Zurückhaltung bedacht sind. Nun nutze ich diesen Ort hin und wieder für ein paar kleine Spiele zu meiner Erheiterung. Ihr kommt also gerade recht. Und ihr seid? Ich bin Serbo. Man nennt mich auch den Gott der Diebe, Täuscher und Lebenskünstler. Aber beachten wir die Titel nicht weiter. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Was habt ihr im Sinn? Schaut euch um. Dies ist eine Arena. Und was glaubt ihr, tut man in einer Arena? Man kämpft? Nein, backen. Richtig, bravo. Doch genauer gesagt, nicht man kämpft. Ihr kämpft. Erzählt mir mehr über euch. Ich möchte mich erstmal einmal umsehen. Okay, ich würde sagen, erstmal soll er was über sich erzählen und dann, was für Möglichkeiten ich habe. Erzählt mir mehr über euch. Ihr wundert euch sicher, dass ein Gott hier mit euch Schabernack treibt. Aber ich bin des Wächterdaseins überdrüssig. Was? Ein Wächter zu sein, heißt den Regeln Aonirs zu folgen. Und diese Regeln sind sehr, sehr alt. Und Aonir ist weit weg. Also schaffe ich mir hier ein wenig Ablenkung, damit ich für ein paar Augenblicke einmal nicht an die Regeln denken muss. Was habe ich hier für Möglichkeiten? Nun, zuallererst natürlich die große Herausforderung, den Kampf der Champions in der Arena. Ich nehme an, wann beginnt der nächste Kampf? Heute nicht, Serbo, vielleicht ein andermal. Heute nicht, Serbo, vielleicht ein andermal. Nun gut, aber ich hoffe, ihr kommt wieder. Gut, gut, gut. Ich möchte mich erst einmal umsehen. Wie ihr wollt. Ich warte hier auf euch. Okay, und ich würde nämlich gerne vorher erstmal speichern. Das machen wir nämlich jetzt gerade mal. Speichern und jetzt machen wir das erste. Der Kampf soll beginnen.
Ach, wie lauten die Regeln? Werden auch Wetten angenommen? Also erstmal, wie lauten die Regeln? Die Regeln sind einfach. Der Kampf findet in Runden statt. Damit eine Runde beginnen kann, müsst ihr mir sagen, dass ihr bereit seid und danach über das Portal hier die Arena betreten. Habt ihr dann die Arena betreten, gibt es kein Zurück mehr. Die Runde beginnt und es wird auf Leben oder Tod gekämpft. Solltet ihr durch das Portal fliehen, bevor alle Gegner bezwungen sind, gilt diese Runde für euch als verloren. Gewonnen habt ihr, wenn alle eure Gegner geschlagen sind. Habt ihr das vollbracht, kommt zu mir und ihr sollt belohnt werden. Habt ihr das vollbracht, kommt zu mir und ihr sollt belohnt werden. Ich liebe es, wenn die Sprachausgabe überhaupt nicht verpackt ist, ne? Wie lauten die Regeln? Mann, ich wollte die drei! Werden auch Wetten angenommen? Aber natürlich, eine gute Wette ist doch das Salz in der Suppe. Allerdings könnt ihr nicht auf eure eigenen Kämpfe wetten. Aber ihr könntet zum Beispiel beim Goblin-Rennen ein paar Goldstücke dazu verdienen. Schaut euch nach dem Rennmeister um. Bei ihm könnt ihr Wetten auf das Rennen abschließen. Ach, schade, dass ich nicht auf mich selbst wetten kann. Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Durchschreitet das Portal. Viel Glück. Also ich würde es gerne mal austesten wollen, ne? Gucken wir mal. Gladiator, lass den Kampf beginnen. Okay, ich habe jetzt ein paar Punkte. Und wie stark sind die? 35. Ja, das sollte doch kein Problem sein, oder? Gehen wir mal durch. So. Ich kann die da bestimmt auch Stück für Stück machen, oder? Ach, guck mal, die laufen ein bisschen herum. Ah, herumlaufen möchte ich natürlich nicht. Die laufen irgendwie ein bisschen woanders hin. Ich möchte nicht zwei auf einmal. Ich möchte ihnen einzeln begegnen. Ist das langweilig. Die rennt ja nur weg. Ah, perfekt. Zeit zu sterben. Der eine ist nämlich wieder... Ach, guck. Die waren erst außen und dann sind sie näher rein, als ich rein bin. Verteidigt euch! Oh, ich habe gar keinen Dings mehr. Zeit zu sterben! Ich hätte schon eine special Musik irgendwie erwartet. Vorsicht! So gar kein Ton? Naja. Verteidigt euch! Der ist ja auch gleich erledigt. Und dann kümmere ich mich, denke ich mal, um den da. Achtung! Die anderen stehen mir ein bisschen zu nah beieinander. Und ich denke mir, ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn ich die Stück für Stück mache. Als wenn ich sie komplett triggere, ne? So, einmal hier hin, dann kann ich wahrscheinlich... Wenn er nicht schon auf mich zurennt. Ah, guck, der hat mich schon gesehen. Na, komm her zu mir. Komm her. Achtung! Heilen musste ich mich jetzt gar nicht, weil ich keinen sichtbaren Schaden genommen habe. Vorsicht! Ich muss nur rechtzeitig dran denken, dann wieder mein Schild zu aktivieren. Und sobald ich Schlachtruf habe, kann ich das problemlos verwenden. Da geht es ein bisschen schneller. Ein bisschen Leben haben die ja doch. Dann dauert das nicht so ewig. Zeit zu sterben. Wenn ich natürlich bei jedem Schlag auch treffe, wäre es natürlich umso besser. Wie ich die jetzt noch mit geboostet habe. Schön. Ja, hilft mir, kämpft mit. Also für die brauche ich jetzt jedenfalls keine Titanen. So, dann gehen wir mal hier hin.
erneuern dann auf jeden Fall wieder unsere Schilder. Die sind nämlich gerade weg, komplett. Dann locken wir den raus. Guck mal, der hat mich schon mal gesehen. Oh, der andere kommt auch noch mit. Ah, bei zweien weiß ich nicht. Haben wir jetzt nicht so viel Schaden gemacht? Ach, perfekt. Achtung! Könnte vielleicht schneller gehen, wenn beide sind, aber da ich ja eh nur einen angreifen kann, kann ich mir die auch einzeln nehmen. Nicht nur, dass ich da auf der komplett sicheren Seite bin, aber vom rein logischen Aspekt, ich kann ja eh nicht beide auf einmal angreifen. Klar, der andere kriegt dann vielleicht durch meine Schilde ein bisschen Schaden. Verteidigt euch! Aber das ist ja wenig. Da heilt sich ja eher wieder. Achtung! Dann brauchst du nur normal angreifen, das reicht dann auch. Zurück mit euch! So. Vorsicht! Ich frag mich ja, also es wirkte ja, es klang ja so, als gäbe es mehrere Runden. Zurück mit euch! Ist jetzt die Frage, ob das hier dieses mit den Champions ist oder ob das so eine Art Turnier halt ist, ne? Vorsicht! Zurück mit euch! Ich würde behaupten, ich habe alle besiegt. Das heißt, Applaus. Im Questbuch... Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrüger. Ich wollte gerade sagen, im Questbuch müsste stehen, dass ich dann halt zu Cerbo zurückkehren müsste. Oder muss. Machen wir. Und dann gucken wir mal die nächste Runde. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. So, was kriegen wir als Belohnung? Runenpriester Rolof? Ja, nimm ich. Spalter? Es klingt nach einer Waffe. Weltenspange? Mhm. 2500 Gold nehme ich auch. Ja. Ja. Und Erfahrungspunkte natürlich. Dann gucken wir mal gerade hier. Der letzten Seite. Upsa. Ach, ist ein Ring. Okay. Und das da ist das Spalter. Große Klingenwaffen. So. Gut. Das war ja ganz gut, ne? Ich würde sagen, ich versuche es weiter, bis ich es nicht mehr schaffe. Ich werde es aber auch entsprechend schneiden. Weil ich habe das jetzt schon bei der Stelle hier sicherlich auch gemacht. Wenn ich die einzeln rauslocken kann, dann ist das super. Dann kümmere ich mich einzeln um die, so lange wie ich halt das nicht mehr schaffe, weil die zu stark sind und ich zu schwach oder irgendwas dergleichen. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das Kolosseum geht. Da kann ich mich auch nochmal ein bisschen schlau machen, vielleicht. Ich mal gucken, bis jetzt habe ich noch nicht den Wunsch danach. Aber ich werde das halt auch entsprechend alles, wie gesagt, schneiden. Weil es keine Musik dabei und so spektakulär war jetzt die erste Runde schließlich auch nicht. Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf in der Arena? Oder schleicht ihr euch feige von dannen? Ich hab doch schon mal gekämpft. Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Durchschreitet das Portal. Viel Glück. Gut, machen wir. Wir haben jetzt... Aha, Minotaurus-Kämpfer und Tiermensch-Geistschmetterer. Die sind immer zu zweit. Okay, ich habe vorher nicht gespeichert im Kanal. Deswegen speichere ich jetzt. Haha. So, dann gucken wir mal, wo wir uns besten. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Aber die rennen jetzt wieder alle in die Mitte. Gut. Der Minotaurus rennt mir direkt hinterher.
Oh, jetzt habe ich Musik auf einmal. Also die übliche Kampfmusik halt, ne? Achtung! Huch! Der hat auf einmal ein bisschen Schaden gemacht. Verteidigt euch! Ah, der kassiert auch gut was. Der hat nicht so viel Leben. Trifft jetzt halt auch nicht immer. Wenn er trifft, dann ist es halt über 100. Okay. Das geht. Zurück mit euch! Ja, also die Runde ist schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wenn ich die geschafft habe, lasse ich das Kolosseum erstmal. Verteidigt euch! Verteidigt euch! Ich hätte vielleicht doch Früchte mir holen sollen. So, okay. Ich glaube, ich werde das wirklich Stück für Stück machen. Und zwar so, dass ich vielleicht auch einzeln rauslocken kann, wie es jetzt hier mit dem Taurus der Fall war, weil ich noch nicht weiß, wie gut der ist. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal warten, bis meine Fähigkeiten ready sind. Vor allem, wenn ich den Minotaurus angreife. Hallo? Also, puh. Mal sehen, wie der sein wird. Bin gespannt. Verteidigt euch! Ich hab's mir schon gedacht, dass er so einen Zauber macht. Vom Namen her nämlich Geistschmetterer. Aber oftmals sind die dann auch nicht so so geschützt, ne? Aber ich bedenke nur mit meinen Zaubern gerade, die machen jetzt nicht so viel Schaden, wie ich mit normalen Waffen mache. Hier auch schon ein bisschen was hier erzielt. Aber ich glaube, ich werde es echt einfach bei der Runde belassen. Vorsicht! So. Gut, also die Minotauren sind das, was am schlimmsten ist. Wenn der aber stehen bleibt, dann konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Minotaurin und locke die lieber raus. Weil wenn die stehen bleiben einfach, dann ist es ja gut, ne? Nein, oh nein, oh nein, Schild, 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 Schild. Kämpf! Zersetzen habe ich auch noch jetzt drauf. Bisschen früh die Heilung, aber ist egal. Zurück mit euch! Schaffen wir auch so. Wenn ich die ganze Zeit Eiszauber auf den drauf machen muss. Zeit zu sterben! Und zersetzen habe ich jetzt auch nicht mehr bei mir Vorsicht! Drauf. Ich erneuere mal mein Schild. Kann ich mal mega schlecht einschätzen, wie lange das noch aktiv ist. Achtung! Ja, und dann werde ich das wirklich so machen. Ich belasse es auf jeden Fall bei der Runde. Weil ich glaube, die nächste Runde könnte ein bisschen schwieriger werden. Außer natürlich, um mir doch solche Früchte zum Heilen. Verteidigt euch! Und ich werde das so machen, dass ich die Minotauren rauslocke und dann mich um diese Tiermenschen kümmere. Und ich werde immer warten, bis ich voll geheilt bin und bis auf jeden Fall mein Berserker ready ist. Bei den Tiermenschen weiß ich es nicht, aber gegenüber den Minotauren auf alle Fälle. Vorsicht! Oh, für einen Moment habe ich gedacht, echt, das war keine gute Idee, dass ich direkt hin bin. Zurück mit euch! Okay, definitiv warten.
keine gute Idee, wenn Berserker und Segnung nicht da sind. Unterstützung. Ein Schlachtruf. Ich sag immer die Namen von den leichten Kämpfern, das ist schlimm. Wenn das nicht ready ist, gehe ich selbst an die Teammenschen nicht ran. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. So, Kämpfe geschafft. Für diese Runde. Und wie gesagt, ich habe das wirklich so gemacht. Ich habe die Minotauren erst rausgelockt. Habe dann mich um die Tiermenschen gekümmert. Immer darauf gewartet, dass Schlachtruf und Unterstützung da ist. Beziehungsweise ich halt volles Leben habe, wenn Unterstützung noch nicht da war. Und das hat dann immer ausgereicht, dass es wieder ready war, wenn ich es gebraucht habe. Ich habe mich immer nur einen Gegner gestellt. Ich habe ja alle Zeit der Welt hier. Das ist noch das Gute. Und das wird auf definitiv die letzte Runde vorerst gewesen sein. Ob ich das Kolosseum komplett abschließe, weiß ich noch nicht. Die Runde war jetzt wichtig, wegen einer Belohnung, wie ich im Nachhinein festgestellt habe. Denn ich habe diese Pausen zwischendurch dahingehend genutzt, dass ich doch mal geguckt habe wegen dem Kolosseum. Insgesamt gibt es 10 Runden. Wir haben jetzt Runde 2 beendet. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es bei Runde 2 einen bestimmten Belohnungsgegenstand. Ein aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. So. Und zwar diese Hadeko-Puppe des Helden. Die brauchen wir ja schließlich für diese Quest mit dem Hadeko. Da kommen wir anscheinend auch noch dazu zum Spielen. So wie wir das verstanden haben, oder ich verstanden hatte mit dem... als wir schon hier die Hadeko-Puppe des Schattens haben. Hier haben wir noch die Torwächter-Hadeko-Dingster-Bumster. Das haben wir. Und die hatten wir auch schon, des Mentors. Und wir sind Level abgekommen. Jetzt haben wir die Hadeko-Puppe des Heldens auch noch. Wie gesagt, 10 Runden sind es. Und es gibt immer irgendwelche Belohnungen in Form von Rüstungssachen, sei es Ringe, Waffen, Rüstungsteile, Helme, sowas halt, ne? Oder halt auch Runen. Und Gold geht auch immer ein bisschen höher. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Gold es hier gab. Aber wir hatten ja vorher um die 2,8, haben ja schon 2,5 dazu gekriegt. Also kann man sich das so grob ausrechnen. Und wir haben jetzt noch Kubidor gekriegt, einen Bogen und Waldwächterstab. Aber ich habe nicht sehen können, was jetzt für Gegner kommen und welche Stufe die haben. Ich weiß nicht, ob das da stand, aber ich habe nicht drauf geachtet, weil ich habe nur jetzt grob überflogen gehabt. Und ich denke mir, das kann ich entweder zu einem späteren Zeitpunkt machen, wenn ich es dann vervollständigen soll. Da könnt ihr gerne eure Meinung zu äußern. Sonst würde ich halt sagen, sowieso an dieser Stelle erstmal den Cut. Vielleicht das Kolosseum auch komplett so lassen. Ich weiß es nicht, steht es hier drin? Ja, Kampf und Kolosseum steht da noch drin. Ja, und eine neue zu beginnen, ja. Ja, so wie gesagt, für mich ist es jetzt erstmal das Kolosseum beendet. Sagt mir Bescheid, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dann würde ich das vielleicht nach der nächsten Karte, die nächste Runde machen vielleicht. Ich weiß auch nicht jetzt gerade, wie viele Karten noch da sind bis zum Ende. Oder vielleicht lasse ich das auch offen, bis ich dann kurz vorm finalen Kampf bin oder der finalen Karte. Dass wir da nochmal gucken, wie weit wir im Kolosseum vorankommen. Und sonst, ja, sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge. Und da geht's dann auch endlich mit der Story weiter. Ja, man glaube es kaum, sowas passiert auch noch. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.